In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass mein Muttermund ein bisschen geöffnet ist. Ich habe euch ja erzählt, dass mein Muttermund etwas geöffnet ist. Und der Schleimtropf ist auch abgegangen. Das war gestern Morgen. Ja, und seitdem gibt es eigentlich nichts Neues. Ich habe ab und an so ein minimalistischen Ziehen im Unterleib, aber das tut weder weh noch unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, womit das zu tun hat. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Aber das ist jetzt beim Friseur. Ich habe ihm gesagt, wir sollen danach zum Fußball. Er hat heute Fußball. Der ist auch jeden Abend dann bei mir immer, wenn er frei hat. Der geht auch nicht mehr raus oder so mit seinen Freunden. Ja. Handy ist immer auf laut. Ich muss mich alle 30 Minuten bei ihm melden, ob alles gut ist. Nina spielt jetzt mit ihrer Knete da hoch. Und ich wollte jetzt einmal Staub saugen und Ninas Spielecke aufräumen, während sie hier knetet. Und ich schaue mal, dass wir heute in die Arkaden gehen und ein bisschen spazieren, weil ich muss mich viel bewegen, aber ich traue mich auch nicht alleine rauszugehen. Nee, wir gehen zu den Autos. Autos. Ja. Deswegen, ich denke mal, dass wir nach dem Fußball und Essen dann zu den Autos gehen. Genau. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er mit der Bahn gefahren ist oder ob er mit dem Auto gefahren ist. Anna. Genau. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts Neues, ne? Wir warten jetzt immer noch und dann berichte ich euch, sobald es was Neues gibt. Ich werde jetzt aber erstmal hier ein bisschen klar Schiff machen und aufräumen. Das sieht voll kaputt aus, ich weiß. Abends, ich kann gar nicht ruhig sitzen. Ich muss mich nach links, nach rechts drehen. Aber mir geht es wirklich körperlich eigentlich gut. Also, ich habe noch keine Anzeichen, nichts. Wie gesagt, jetzt warten wir noch 4 Tage angeblich. Mal schauen. Drück mir die Daumen. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Lena hat gemalt. Jetzt warten wir auf Auda, damit wir ein bisschen spazieren können draußen. So, wir sind jetzt finito. Auda ist jetzt auch gleich unten. Ja, der ist da. Ich denke mal, er ist da, außer er will was haben. Moment. Schatz, kommt runter, ja? Ich bin 2 Minuten da. Wir gehen jetzt auf jeden Fall runter und dann Lena hat Audas Schuhe mitgenommen. Ja, wir müssen mal was Schuhe mitnehmen, ne? Ja, Schuhe. Oh, warte, aber ich muss meinen Schlüssel mitnehmen. Ich muss die Tür abschließen. Ja. Mega klar. Genau. Ich versuche euch mal mitzunehmen, aber ich verspreche es euch. Ich weiß nie, ob ich draußen dann genug Luft bekomme oder ob ich das aushalte. Deswegen lieber nichts versprechen. Bis gleich. Wo hast du die Tüte hingetan von Dingens H&M? Hab die weggeschmissen. Ich meine das Oberteil von Lina. Das im Zimmer. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ja, das heißt, Digga. Und zwar waren wir ja bei in den Arkaden spazieren. Da haben wir für Lina 2 so Sweetjacken geholt. Das war jetzt reduziert auf 7,99. Wir haben die auch direkt größer geholt. 110, 116. Und sie hat noch eins bekommen, so ein flauschiges. Lina, willst du nicht deine Schuhe ausziehen? Das hier. So ein
Gefällt dir das? Kannst du mal in Ruhe vloggen, ja? Ja. Baba, hallo. Ja. Wo sollen wir die Hähnchen machen und wo sollen wir die Hähnchen machen? Wir machen hier drin. Was Hähnchen da drin? Ja. Komm, wir schneiden. Der Kondole. Der Folie drauf. So, ihr Lieben, wir wollten einen Kartoffelauflauf machen. Und jetzt machen wir Hähnchen mit Reis. Ja. Soll ich weg? Ja. Ich schick weg. Bruder, sei mal ehrlich. Nun habe ich meine Mutter. Corona, Lomde, Johanna. Das würdest du schneiden. Nein. Oh doch. Wir wollen hier authentisch bleiben, ne? Authentisch. Cheater. Achso, nein, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Aber Sereli Akamoane, Lato. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis das Hähnchen. Du machst das bei jedem Mann. Das macht dir Spaß, oder? Natürlich. Oder du flüchtest so jeden Tag. Ich fühle mich wie Dings, wie heißt das? Wie dieser Ziege und so schneiden. Nein, wie dieser Mann. Wie ist der nochmal? Achso, der aus Turkese? Ja. Wie ist der, Leute? Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich bin kein Fan von ihm, deswegen kenne ich den auch nicht. Ich mag den auch nicht. Und der Eis. Du hast Eis gegessen heute, ne? Ja, Eis. Das für Eis, ja. Eishanne. Ja, und warum holst du jetzt noch alles raus? Eis, ja. Nee, dann lass das noch was drin. Bruder, sei mal ehrlich. Und halt an? Nein, ich hab doch gesagt, warte. So, runter, Baba, da. Halt, komm. Lass mal deine Schuhe ausziehen, bitte. Nein! Deine Schuhe ausziehen. Schatz, wir können auch ein paar Stück Kartoffeln reintun. Nee, das schmeckt nicht. Voilà. Komm. Egal, ich mach morgen Kartoffelauflauf. Halt die Schuhe aus. X6, M-Paket sogar. Aber das Auto, also die Autos sind echt schön, dieses Mini ist auch schön. War voll unnötig. Nee, der fährt wie Baba Auto. Audi. Audi, hallo. Audi TT. Bums, Nina. Das wird teuer. So, jetzt musst du mir Olli teilen. Was? Hadi. So, ihr Lieben, wir waren eben bei Toys R Us, also was heißt eben heute Morgen. Und Nina hat sich fürs Windelfreiwerden das hier ausgesucht. Das ist einfach eine kleine Tafel, die war auch nicht teuer. Die hat 10 Euro gekostet. Nina, wo ist der Stift? Nina, Kalender, der? Ja. Nasseljok.
Ne, der Kolben, Kalem, ne? Aber ich will malen. Kalem nerede? Kalemi ver bana önce. Tamam, kalemi ver. Kalem nerede? Bak, kapağı burada. Kalem nerede? Ya. Nerede? Yere mi düştü? Hadi ver kalemi bana. Also, da sind diese Magnetbuchstaben drin. Damit kann man dann schreiben. Die kann man dann hier dran ziehen. Nein! Ja, aber wo ist denn dein Stift? Dann kann man hier eigentlich malen mit so einem Stift. Das kann man dann auch wieder wegradieren. Und auf der anderen Seite kann man mit der Kreide malen. Das ist dann eine Tafel. Aber wo ist dein Stift, Schatz? Ja? Ja, sie wollte eine große Tafel. Also es hat ihr gefallen. Dann dachte ich mir, komm, die ist von, genau, von 15 auf 10 reduziert. Und da wir eh nicht wissen, ob sie damit spielen oder nicht. Sie durfte sich eigentlich aussuchen, was sie möchte. Aber Madame wollte dann doch das hier haben. Ja, da merkt man, dass die Kinder mit kleinen Sachen zufrieden sind. Mir geht es auch soweit gut. Anzeichen gibt es noch keine. Ich weiß nicht, ich habe ganz leichten, kennt ihr das, wenn ihr so 2-3 Tage vorher euer Körper euch sagt, du kriegst jetzt deine Tage, so ein ganz, ganz, ganz leichtes Ziehen im Unterleib. Und das fühlt sich so, als ob Madame mit ihrem Finger oder mit ihrem Kopf, mit ihrem Finger so da rumwühlt. Unten. Voll komisch, dieses Gefühl, aber. Ja, so ist das nun mal. Ich muss jetzt die Küche gleich aufräumen. Papa, wo ist der da? Was? Papa, wo ist der da? Warum bringst du deinen Stuhl hier hin? Hey. Sie weiß genau, dass ich die Küche aufräumen werde. Sie muss dann immer dabei sein. Ich habe gerade Sonnenblumenkerne gegessen. Ich muss jetzt aufräumen. Hast du wieder Hunger? Ja. Nina hat ja ein paar Tage nichts gegessen. Und seitdem ist sie nur noch am Essen. Also sie bekommt jede halbe Stunde kriegt sie Hunger und kommt hier zum Kühlschrank und möchte dann was essen. Ja. Du bist auch schlau, Lina. So, ihr Lieben, schaut mal, was Lina zugeschickt bekommen hat. Und zwar, so, wir haben einmal den großen Martinshof-Pferdestall zugeschickt bekommen von Vivi und Tina. Also einmal zum Vorstellen und einmal als Weihnachtsgeschenk für Lina. Aber was sollen wir mit 2 Stück? Deswegen haben wir gedacht, wir verlosen den an euch. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall ein Weihnachtsgeschenk für eure Kinder. Ich finde auch, das geht für einen Jungen und für ein Mädchen. Lena und der Papa bauen das jetzt auf. Und ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall eine super gute Qualität. Audel sagt die ganze Zeit top, top. Ja, Audel ist schon mal überzeugt und freut sich aufs Aufbauen, ne? Genau. Einfach kommentieren, für wen ihr das gewinnen wollt. Abonnent des Kanals sein. Natürlich Daumen hoch. Daumen das hoch. Video teilen. Das Video teilen. Und ja, wir freuen uns, dass wir das zweimal bekommen haben. Aber wie gesagt, einmal reicht uns. Wir brauchen keine 2, deswegen verlosen wir 1. Dann hat Lina noch dazu bekommen. Ihr wisst ja, ich halte nichts von diesen Tony-Boxen, deswegen passt das perfekt. Ich wusste auch nichts von diesen CDs. Einmal das Geheimnis der alten Mühle. Das sind noch original verpackte CDs. Dann einmal Bibi Blocksberg, Chaos im Hexeninternat. Das verrückte Huhn, das große Unwetter, ein schlimmer Verdacht und Oma Grete in Gefahr. Und 2-mal Badekonfetti. Das soll übrigens auch Linas Geburtstagsgeschenk sein, aber sie wollte das jetzt auspacken, das darf sie jetzt auch, weil das wäre eh viel zu schwer für uns, ne? Alles komplett mitzuschleppen. Fooling round in all your honest.
dancing the madness. You got me good, baby. Keep on coming back to you. I know that you know it, 'cause you already messed it up. Vlog vor der Geburt. Ich wollte euch mal kurz zeigen, ich war heute gestern bei Mama, Audrey hat uns gerade abgeholt. Und zwar habe ich Audrey gerade einen Tee gemacht. Der ist nämlich ein bisschen erkältet. Der ist jetzt am Baden. Und ich wollte euch mal zeigen, was wir bei Black Friday geshoppt haben. Also da habe ich nicht viel gekauft. Ich war nur bei Ernst & Family, weil das sich am meisten rentiert hat. Also für Lina habe ich diese Knete gekauft, fürs Krankenhaus, das kommt gleich in die Tüte. Dann habe ich für Lina Unterhemden gekauft, weil wir haben letztens bei Primark welche gekauft und die fallen viel, viel, viel zu klein aus. Oh Mann, also wenn sie ihre, sie braucht nicht mal ihre Hände zu heben und da sieht man schon ihren Bauch. Da hat so ein Zweierpack jetzt 5 Euro gekostet am Ende. Das ist jetzt Größe 110, 116. Ich finde das immer besser, wenn das größer ist, damit man das in die Hose reinstecken kann. Das hat 4 Euro gekostet, auch 110, 116. Und Leute, es war alles ausverkauft. Also die Regale waren wirklich leer. Krass, ne? Dann habe ich ihr so ein Pyjama geholt für 3 Euro. Das kann sie dann nächstes Jahr im Sommer anziehen. Das mit der Hose zusammen. Moment, da. Dann noch ein Ober- und nee, ein Unterhemd von Bibi Blocksberg. Und noch ein Oberteil. Nee, das ist ein Oberteil, genau. Für 5 Euro am Ende. Richtig schön. 110. Hier steht Stars. Ja, mehr habe ich auch nicht geholt. Nur die Sachen. Dann habe ich, heute gibt es bei uns, also bei mir, ich fange heute mit dem Wehentee an. Dafür habe ich euch das gesagt, was man dafür braucht. So, ihr Lieben, Moment. So, genau. Ich mache heute den Wehentee. Dafür braucht man ein Teelöffel oder Esslöffel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es auf dem Zettel steht, das drauf. Da braucht man einen Esslöffel oder Teelöffel Verbenenblättertee. Der sieht so aus. Ich habe jetzt für 100 Gramm 2,98 Euro bezahlt. Der sieht dann so aus. Genau. Da kommt dann noch rein frische Zimtstangen, Nelkenknospen und Ingwer. Ingwer haben wir jetzt auch geholt. Dann haben wir Eistee geholt. Also das Toastbrot geholt. Ingwer, das reicht auch, weil ich trinke den heute und morgen. Ich muss den nur 10 Minuten kochen und danach muss man den innerhalb einer Stunde muss man 1 Liter trinken. Und Alpenmilch, Schokolade für Lina, das hat sie sich ausgesucht bei Kaufland. Ja, mehr haben wir auch nicht gekauft. Ja, sie zwei sind jetzt am Baden. Und ja, ich werde mir jetzt meinen Tee zubereiten. Und hoffen, dass das was bringt. Ich habe mit meiner Hebamme geredet, sie meinte auch, das ist völlig okay. Und meine Frauenärztin hat ja auch gesagt, ich soll das jetzt nehmen. Deswegen alles easy. Ihr braucht euch jetzt auch nicht einmischen. Weil mir auch jemand geschrieben hat, belass es doch der Natur. Da denke ich mir, sei doch einfach leise. Lass es doch meine Sorge sein. Weil meine Ärztin sagt, ich soll das nehmen. Und ich habe nicht mal gefragt, sie hat das gesagt. Dann hat das wohl einen Grund. Deswegen... Lass die Leute in Ruhe und ich mache mir jetzt meinen 1 Liter Tee. Ich brauche aber dafür meinen, wie heißt es, meinen Teekocher. So.